Genau, dann werden wir jetzt mal das Boot sein. Das heißt, wir müssen es erstmal mit genügend Zeugs eindecken. Hier haben wir denn noch Kohle? Da ist noch Kohle. Dann werden wir Fleisch braten. Zunächst einmal drei Kaninchen. Was kann ich eigentlich mit diesem Kaninchenfell machen? Kann man da irgendwie irgendwas machen? Nee. Na gut, dann nehmen wir das erstmal als Trophäe hier rein. Wir haben Leder und Kaninchenfell. Schön, schön. Ich muss das mal nachschlagen, was man damit machen kann. So, wir sollen zwei neue Bäume. Die Birke mache ich hier nicht, ne? Da habe ich ja praktisch schon einen neuen Baum. Den können wir gleich mal pflanzen. Während wir hier die restlichen Sachen braten, dann pflanzen wir mal eine Birke. Ich glaube, wir hatten hier nur Eichen. Ist das richtig? So wie ich mich erinnere. Waren jetzt hier nur Eichen? Die Eichen mussten weichen und jetzt kommen die. Ha, das reimt sich sogar. Jetzt kommen die Birken. Okay, machen wir mal zwei Birken hin. Das Holz können wir zwar nicht brauchen, aber ist egal. Naja, vielleicht brauchen wir ja auch ein Birkenhaus. Aber nee, das Haus gefällt mir. Das ist schön geworden. Sehr schön, obwohl das eigentlich nicht so sein sollte. Ich wollte hier eigentlich so zwei Dinge haben, aber so ist auch nicht schlecht. So ist auch nicht schlecht. Ja, wo fahren wir hin? Wir müssen uns eine Himmelsrichtung aussuchen. Der Schornstein ist auch geil, ne? Wir müssen uns eine Himmelsrichtung aussuchen. Gucken wir mal, ob das Fleisch fertig ist inzwischen. Jawohl. Wie viel Fleisch haben wir überhaupt jetzt? Nehmen wir alles mit oder lasse ich was hier? Ich nehme mal die alle mit, bis auf, also die ganzen Hammel nehme ich mal mit. Das können wir hier lassen. Die Wolle, das Glas. So, vielleicht, natürlich sollten wir ein bisschen was an Materialien mitnehmen. Zum Beispiel, da haben wir noch genug von. Wir haben eine Axt immer noch. Wir sollten also eine Dings mitnehmen. Hier eine Spitzhacke. Ich glaube, das ist dann ausreichend für die Spitzhacke. So, was nehmen wir noch? So, das haben wir hier. Die ist ja bald abgegriffen. Können wir die eigentlich zusammenpacken hier? Ist das? Ja, können wir. So. Die Schere kann ich hier lassen. Da habe ich mich ja schon ausgetobt. Wolle, okay. Erde nehmen wir mit. Wir nehmen was zu essen mit. Wir nehmen Fackeln mit. Das heißt, wir nehmen noch ein paar mehr Fackeln mit. Wozu wir das auch immer dann brauchen, das weiß ich jetzt nicht, aber wir nehmen es einfach mal mit. Halt das hin. Das hin. Fackeln. Dass wir irgendwas vielleicht markieren können. So, dann sollte man auch Holz mitnehmen. Holz ist immer, Rohholz ist immer mit am besten. Wir haben noch ein Boot, das ist auch gut. Rohholz ist deshalb immer am besten, wenn man da alles draus machen kann. Das ist ein schöner Grundstoff. Rohholz, dann nehme ich mal hier Eichenrohholz mit. Also Eichenstämme auf Deutsch gesagt. Rohholz, das hört sich so Beamtendeutsch an. Eichenholzstämme. Wie heißt denn das eigentlich hier wirklich? Eichenholz. Na gut, ist ja super. Eichenholz hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Eichenholz auch Eichenholz heißt. So. Ja, diese Hausform hier, die habe ich schon mal auf meiner privaten Hexit-Welt mal getestet. Dann habe ich es jetzt auch bei Hexibert gebaut. Das seht ihr dann, wenn, wie es fertig ist. Wahrscheinlich im Juni.
weil ich ja da schon relativ viel vorproduziert habe. Könnte jetzt sein, dass diese Folgen auch im Juni kommen, aber ihr habt auf jeden Fall dann. Heute ist übrigens der 6. Mai 2355. Und wo ist das Boot? Habe ich das jetzt irgendwie kaputt gefahren oder ist das da hinten hingefahren? Das liegt da hinten jetzt komischerweise. Ja, wir sollten sowieso ein Boot noch mehr mitnehmen. Ach, das war gar nicht das Boot, das ist dieses. Das ist da. Das ist das Wrack. Ne, dann nehme ich noch ein Boot. Wo ist denn das Boot jetzt abgeblieben? Haben das die Tintenfische wieder kaputt gemacht? Ich hasse Tintenfische. Die machen immer die Boote kaputt. So, Boot, sag ich schon, wer ist das? Eichenholzbretter. So, dann machen wir mal noch ein Boot. Und wenn das eine längere Seereise wird, machen wir mal zwei Boote noch. Und dann mache ich mir vielleicht gleich noch eine Werkbank. Und dann haben wir eigentlich alles, was wir so brauchen. Nehme ich mal ruhig das Eisen mit. Wenn ich jetzt hier sterbe, ist es eh vorbei. Dann kann ich auch meine Wertsachen mitnehmen, sage ich mal. Gut, wie spät ist es? Ja, die Folgen werden jetzt eh länger, weil ich ja wieder ein Held eigentlich gebratenes Kaninchen vor. So, dann fahren wir doch mal einfach. Wir waren schon in der Richtung. Wir waren in der Richtung, waren wir noch nicht. Aber vielleicht fahren wir nach Norden. Ich glaube, da kann man sich dann besser orientieren. Und das ist wirklich da unten, ist, glaube ich. Na gut, wir sehen das dann. Ich habe ja eh noch keine. Ich muss ja erstmal ins Ineta und dann. So, dann fahren wir mal los. Wir hoffen auf viele, viele schöne. Naja, muss ich eigentlich Tiere züchten oder wie ist das? Ich glaube nicht, ne? Das stand nicht in den Dings drin. Was sind da für Bäume? Da sind Birken. Die habe ich mir ja schon geholt. Ja, jetzt brauche ich auch, sag mal, dieses. Das Haus ist ja echt weit, du. Das ist ja Wahnsinn. So. Ah, da ist dieses blöde Unterwasserfestung. Habe ich hier noch andere Hölzer als Birke? Nee. Birke und Eiche, die habe ich ja schon. So, fahren wir da mal so ein bisschen dran vorbei. Nach Norden. Ups. Moment, ich muss mal zurück. So, jetzt laden wir wieder. So, liebe Leute, was habe ich da gerade gesehen oben rechts? Ich habe die erste Folge und die Hälfte dieser Folge mit der Minimap gemacht. Das heißt, da habe ich gegen die Spielregeln verstoßen. Ich habe es jetzt leider zu spät gemerkt. Das heißt, für mich ist an dieser Stelle jetzt die Insel vorbei. Tut mir echt leid. Ja, kann man nichts machen. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Ich könnte mich jetzt hier ertränken. Aber ja, das war's dann. Na? Macht's gut, tschüss und bye-bye. Ich wünsche allen ein bisschen mehr Glück.